Hey Leute, ich bin's Conny und heute spielen wir nochmal Pet Simulator X. Das ist der zweite Teil von dem Video, in dem ich Roblox Tani beibringe, wie man Pet Simulator X spielt. Falls ihr den ersten Teil noch nicht gesehen habt, der ist jetzt oben rechts auf dem i verlinkt. Lasst gerne ein Like auf dem Video und ein Abo bei Tani da. Und jetzt viel Spaß! Oh mein Gott, da ist Boss schon wieder. Und er hat einen Enderman, der hinter ihm herläuft. Oh pass auf, Gott, Roblox Boss. Felix, der läuft den Enderman hinter dir her. Er will dich töten. Ja, pass auf, Felix. Ich will nicht, dass du stirbst. Bitte. Hä? Warum sollte er sterben? Es geht immer noch so schnell, obwohl ich in der letzten Welt bin, Leute. Du bist nicht in der letzten Welt. Ich dachte, die Tech-Welt ist die letzte Welt. Das war mal. Inzwischen gibt es zwei neue Welten. Oh, okay. Dann bin ich doch nicht in der letzten Welt. Ja. Na dann geht's weiter. Das mit der Dark-Matter-Maschine brauchtest du ja, um aus der letzten Welt dann noch rauszukommen. Also um aus dieser Tech-World jetzt rauszukommen. Aber finde ich gut, dass man jetzt nicht mehr warten muss. Okay, super, super. Dann muss man wohl doch nicht mehr weinen für das Update. Das heißt, Leute, falls ihr das Hide and Seek auf dem Roblox-Felix-Kanal gesehen habt, bald kommt vielleicht ein neues, weil es zwei neue Welten gibt und damit viel mehr Möglichkeiten, sich zu verstecken. Ja, bald kommt ein neues Hide and Seek. Aber da gibt es bisher nur eine neue Welt und die wurde kaum benutzt. Oh. Leute, freut euch schon auf das nächste Hide and Seek Video von Roblox Felix? Ja, natürlich. Das vor über einem Monat aufgenommen wurde. Ich komme gar nicht durch, ich muss mehr farmen. Hahaha, ha, ha, Tani, muss farmen. Mal. Ich muss farmen. Ja, es geht aber trotzdem sehr, sehr schnell. Das sind alle Pets, die ich habe. Es ist nicht schön. Ich finde es gerade irgendwie schön, so im Pet-Minimalismus zu leben, dass ich immer nur wenig Pets habe. So. Ich komme auf jeden Fall klar mit meinen wenigen Pets. Aber wenn mir jetzt jemand die Frage stellt, was ist dein stärkstes Pet, dann kann ich tatsächlich auch antworten, weil ich jetzt weiß, was ich für Pets habe. Momentan ist es ein höllisches. Steht einfach nur höllisches. Okay, Leute, ich kann jetzt in die nächste Welt gehen, weil ich 7,5 Milliarden habe. Und ich sehe schon, hier sind eine Menge Kisten und die bauen sich auch so schnell ab. Oh, oh mein Gott. Ja. So. Ich soll 100 Coins minen. Ist das nicht so hart? 100 Coins minen, musstest du nicht die erste Quest hier annehmen? Geh mal hier an das Portal. Welches Portal? Das hier hin. Das Portal vorne, ja. Und dann sprich mal mit dem Portal. Frag das mal, was es so zu sagen hat. Okay, guck mal, was es zu sagen hat. Um das Portal freizuschalten, musst du 3 Quests abschließen, um das Portal zu öffnen. Starten. Ja. Quest 1, brich 10 Riesen-Hacker-Truhen, kehre zurück, wenn du fertig bist. Und jetzt das sind machst hier du das. Diese. Ja. Okay. Und wenn da Lootbags rauskommen, sammel die mal bitte nicht auf. Lootbags? Okay. Mhm. Oh ja, hier ist eine Lootbag rausgekommen. Nicht einsammeln. Okay. Du schaffst es, Tanne. Ich glaube an dich. Nicht einsammeln. Nicht einsammeln. Oh mein Gott. Wie viele Kisten hast du schon? 3? Meisten. 4. Tja. Wir müssen halt gucken, unlucky, was der schnellste Weg für Lootbags ist, wenn es dann soweit ist. Und die Hackerkisten, die brauchen noch eine Weile, bis die nachkommen. Egal, das sind ja eh mehr als 10. Ich fahre ein bisschen Diamonds und so. Diamond Piles Mastery is now level 2. Und nein, es gibt eine Diamond Piles Mastery. Ich werde niemals alle Masteries machen. Ja, ich habe aus Versehen ein Lootbag aufgesammelt. Nicht so schlimm. Yeah, ich habe die 10 Chests geöffnet. Das heißt, wir können jetzt in das Portal gehen. Nee, noch 2 Quests. Ich muss noch 2 Quests machen. Ups, es sind ja 3 Quests. Second Quest. Collect 50 Lootbags. Return when you're finished. Okay. Deswegen Lootbags. Solltest du den Lootbags erstmal liegen lassen. Okay, macht Sinn, macht Sinn. Und ich würde sagen, komm mal zurück. Wenn du hier wirklich nicht so schnell die Lootbags sammelst, dann gucken wir mal, ob das jetzt mit deinen Pets doch schneller geht an dieser großen Kiste da hinten. Okay, soll ich mich wieder zum Glasier... Nee, nicht bei der. Bei der kommen doch keine Lootbags raus. Oder kamen da Lootbags bei dir raus? Ich weiß nicht, aber es war eine fette Hackerkiste. Hier ist noch eine andere, ein bisschen fettere Hackerkiste. Also die ist nicht so groß, aber die braucht ein bisschen länger zum Abbauen. Okay, okay. Aber kommen da auch dann mehrere Lootbags raus, ja, oder? Okay. Es hängt immer von deinen Pets ab. Wenn deine Pets zu stark sind, kommen keine Lootbags raus. Aber setz sie einfach mal hier ran. Wie schnell sind wir? Ui, dauert ein bisschen. Hast du auch Triple Damage Boost drin? Ja, ich habe alle Boosts, die ich hab, reingemacht. Okay. Dann gehe ich einmal kurz zu einer Bank, hol mir ein paar bessere Pets, damit ich beim Abbauen helfen kann. Okay, dann warte ich hier auf dich. Und Leute, wir sehen uns gleich wieder, wenn Conny wieder da ist. Conny wieder da ist. Warte, ich glaube, ich habe in der Dark Matter Maschine noch Pets. Ja, habe ich. Okay. Okay. So viel zum Thema. Ich habe alle meine Pets verschenkt. Da waren noch 3 Dark Matter Pets drin. Tja, die vergammeln bei mir auch immer in der Dark Matter Maschine. Leute, es sieht so aus, als würde die Kiste abgebaut werden, bevor Conny zurück ist. Nö. Nö. Ich bin doch schon hier. Oh, da ist Conny auf einem Hoverboard. Oh. Guck einfach mal, wie viele Lootbags da rauskommen, ob sich das dann lohnen würde. Oh yeah. Bei mir sind es jetzt 3. Yeah. Bei mir sind es 10 oder so. Okay, dann machen wir das weiter so. Yeah. Um das Ganze zu beschleunigen, könntest du jetzt oben schon diese free Geschenke einsammeln. Aber ich weiß nicht, ob wir das jetzt machen sollten oder vielleicht doch später, wenn das Farben langsamer ist. Gute Frage. Aber ich glaube, mit den Pets, die du hast, kannst du in den späteren Welten immer noch sehr gut farmen.
Deswegen, vielleicht macht es tatsächlich Sinn, dass du jetzt schon deine Geschenke einsammelst. Dafür geh einfach mal hier aufs offene Feld, weil irgendwie waren die manchmal ein bisschen verbuggt, wenn die auf irgendwelchen Kanten gelandet sind. Stell dich am besten hier so hin. Okay. Und dann einfach die ganzen Geschenke nehmen, oder? Ja, und dann einfach redeemen. Ja, jetzt geben wir ein paar. Okay. Oder einsammeln. Und vielleicht kriegst du ja eine huge Cupcake-Cat. Ich habe jetzt meine Lootbags eingesammelt und ich weiß nicht, wo kann man das sehen? Ja, ich glaube, du musst zu diesem Portal gehen. Lass mal hier noch warten, bis die Kiste abgebaut ist. Die Pets dann wieder ranpacken und dann kannst du mal gucken, wie viele Lootbags du noch brauchst. Ja. Weil die Kiste ist auch fast fertig abgebaut. Oh yeah. Jetzt müssen wir wieder warten, bis die Kiste zurückkommt. Ja, ich muss wieder zurück zum Portal teleportieren, weil ich sehe nicht, wie viele Lootbags ich noch brauche. Jo. Gut, dann gehen wir mal zum Hacker-Portal zurück. Öffne noch ein paar kleine Hacker-Truhen. Kann ja nicht schaden, bekommt man auch ein paar Lootbags. Okay. So. Hä? Hier steht, eben stand noch Collect. Ah, ich soll, man kann doch sehen, wie viele man noch braucht. Aber da steht dann nicht, du hast so viele von so vielen. Da steht einfach nur, ja, hol noch 13. Und am Anfang standen, hol 50. Okay, ich baue noch 13. Dann würde ich sagen, gehen wir nochmal zur Giant Alien Chess und bauen sie nochmal ab. Alright. Ja, hängt davon ab, wie viel hier rauskommt. Dann kannst du die letzten ja vielleicht doch von den normalen Hacker-Chests da hinten beim Portal holen, oder? Ja, ja, stimmt. Oh, ich brauche noch 2 Lootbags. Na los, Tani, versuch mich mal zu finden. Du bist im Hacker-Portal. Nein. Oh, also ich bin in der Region, wo diese Hacker-Chests stehen. Was? Vielleicht unter einer Chest? Nee. Nee? Nee, bin ich nicht. Wo hast du dich denn versteckt? Tja, ich habe ein ziemlich gutes Versteck gefunden. Nee, ich finde dich nicht. Du wirst mich auch nicht finden. Ich komme jetzt raus. Hallo, Tani. Da ist ein Lootbag. Hallo, Lootbag. Conny. Tani, ich will dir mein Versteck zeigen, aber zeig's nicht Roblox Felix. Komm. Okay. Ich habe mich einfach hier hingestellt, so, ohne Pets geguckt. Oh, guckt doch niemand hin. Ja, stimmt. Selbst wenn man von hier aus dahin guckt, würde man es nicht sehen. Ja, du hast recht. Naja, ich glaube, ich habe jetzt meine letzte Lootbag gesammelt und wir können jetzt in die nächste Welt gehen. Ich hoffe es mal. Please. Im Notfall habe ich auch noch ein Geschenk bereit. Also. Oh, wir können... Ja, ich habe die Lootbags, aber ich muss noch eine Quest machen. Und jetzt gehst du zu Dunkeltechnik. Dunkeltechnik, okay, weil ich muss 3 Haustiere in dunkle Materie machen. Okay, okay. Was muss ich jetzt machen? Du packst jetzt einfach Pets da rein. Aber da steht, dass die ready sein werden in 12 Minuten. So. Und machen uns unser letztes Pet. Ja, die werden in der Maschine dann übrigens erstmal so zerquetscht mit einer hydraulischen Presse. Dann wird deren Saft genommen, wird noch einmal durch eine Zentrifuge durchgehauen, homogenisiert. Dann wird das Zeug auf 3000 Grad Celsius erhitzt und in eine schöne Gussform gegossen. Am Ende hast du einen wunderschönen Ring. Das passiert okay, mit deinen Pets, die du da reinpackst. Ich bin schon gespannt, dass ich die Pets abholen kann in ein paar Tagen. Wie Pets abholen? Die Pets sind tot. Oh. Der ist jetzt in die Maschine gepackt, die sind tot. Rest in Peace, Scooter. Nein, nicht Scooter. Gratulation, das Portal ist jetzt dauerhaft freigeschaltet. Okay. Und damit kommst du dann endlich an in der Leere. Der Leere, oh mein Gott. Du kannst hier springen. Alles weiß. Ich kann springen. Oh mein Gott. Wie hoch kann ich denn bitte springen in dieser Welt? Oh mein Gott, und hier gibt es keine Sachen, die man abbauen kann. Nee, das hier ist so eine Zwischenwelt. Die Frage ist, kannst du die Welt 1 skippen und direkt zur Welt 2 gehen? Das habe ich nämlich noch nie getestet. Was für Coins muss man denn dafür benutzen? Hier gibt es dann so bunte Coins. Ich habe vergessen, wie die heißen. Rainbow Coins vielleicht oder so. Unknown Error, okay. Ich muss erst Unknown mal Error? Als ob Preston dafür nicht mal eine Fehlermeldung ins Spiel hinzugefügt hat. Okay. Naja, dann gehen wir erstmal zur ersten Welt. Jo. Oh, man kann so hoch springen, Leute. Aber hier kommt man nicht vorbei. Ja. Aber es ist so schön hier, so ruhig. Das ist wundervoll. Und da schon wieder ein Roblox Felix, er begleitet uns über unseren ganzen Weg hinweg. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir in die Ozeanwelt. Du traust dich eh nicht. Ich hab mich getraut. Ich bin auch da. Hey! Willkommen in der Oceanwelt. Sie sieht sehr, sehr cool aus. Ich muss schon sagen. Ich mag den Style halt nicht. Also das ist einfach... Ich mag das Setting nicht, ich mag aber auch grundsätzlich in Videospielen keine Unterwasser-Level. Ach so, ja, okay. Ich weiß nicht, ich finde, die sieht so... Ich finde es einfach was Neues. Bei Pet Simulator X hast du nie so diese Abilities, dass du die in verschiedenen Welten bekommst, nicht gehabt. Und das ist jetzt einfach so was komplett Neues. So, du bist unter Wasser. Aber Tani, ich bin versteckt. Kannst du mich finden? Oh, nee. Ich habe sogar noch alle meine Pets equipped. Okay, ich werde dich finden. Okay. Hinter der Kanone. Nee. Bestimmt. Okay, dann... Hier irgendwo. Du bist an mir vorbeigelaufen. Jetzt dreht sofort um. Bist du da oben? Wo bist du? Ich bin hier. Guck. Hä? Du warst da oben, oder? Ja. Wieso habe ich dich gesehen und wie bist du da hochgekommen? Mit einem Hammerboard. Oh. Huch, jetzt komme ich da nicht mehr hoch. Ich muss weiter Coins sammeln. Ich weiß nicht mehr, wie man da hochkommt. Ich bin da eben einfach so ganz casual hochgegangen, als wäre es nichts. Und jetzt habe ich den Weg vergessen. Wie bin ich da eben so einfach hochgekommen? Ich bin einfach mit dem Board rauf und dann...
Vielleicht geht's von der anderen Seite leichter. Okay. Aber ich bin vorher nicht von der anderen Seite gekommen. Leute, schreibt mir in die Kommentare. Ich weiß nicht mehr, wie ich da hochgekommen bin. Jetzt ist hier Cheyenne. Wo ist Cheyenne? Cheyenne. Also ich sehe jetzt schon, in dem zweiten Abteil der Welt gibt es jetzt auch schon Kisten, also alles geht schon schneller. Genau. Zum Glück. Und du musst ja nur hier dieses letzte Portal freikaufen und dann hast du auch schon die letzte Welt, glaube ich. Mein Gott, hilf mir mal mit der Kiste, bitte. Ja, ich helfe schon, aber wir brauchen mehr Hilfe. Cheyenne und Roblox Felix müssen mithelfen. Komm, Cheyenne, komm. Komm schon. Cheyenne. Please. Please. Cheyenne steht da mit den ganzen Huge-Pets. Setz sie ran, Cheyenne. Cheyenne, auf Ehre. Bitte, bitte. Wir brauchen deine Hilfe. Tach. Tach. Hilf bei der Kiste. Und? Ja, jetzt geht's viel schneller. Yeah. Super. Genau so muss das sein. Super schnell. Oh yeah. So viele Lootbags. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und jetzt lass zurück in diese komische Void-Welt, um von dort aus dann in die letzte Welt zu kommen. Zurück in die Leere. Zurück in die Leere. Ich muss so lange hinlaufen, Leute. Peinlich. Ich will auch den Hoverbot haben. Bitte. Tja, hättest du mal beim Weihnachtsevent mitgemacht. Ja, schade. Dann hättest du jetzt diesen coolen Schlitten. Die Pixelwelt, okay. Oh, okay, wir sind in der Pixelwelt. Die sieht aus wie die erste Welt. Ja, aber verpixelt. Aber verpixelt. Oh, stell dir vor, Pet Simulator fängt jetzt wieder komplett von vorne an. Also alles wird komplett nochmal neu gemacht, aber halt nur verpixelt. Das wäre funny. Neues Update. Neue Pixelwelt. Pixel Fantasy World. Pixel Tech World. Pixel Tech World. Pixel Unterwasserwelt. Pixel Void. So. Ich habe gleich schon die 15 Millionen. Dann können wir schon in den nächsten Abteil gehen. Wie viele Abteile gibt es von der Welt? Nicht viel. Oh. Ah, ich habe aus Versehen ein Versteck gefunden. Naja, mal gucken, ob Roblox Felix mich hier finden kann. Ich glaube nicht, dass Roblox Felix mich hier finden kann. Es dauert so lange, es alles zu farmen. Roblox Felix, hilf mir. Bitte. Er hilft mir nicht, er ist kein Samariter. Ich kann dir auch nicht helfen, ich bin perfekt versteckt, Tani. Und ich komme aus dem Versteck nicht mehr einfach so raus. Okay, das Versteck gefällt mir. Das muss ich mir fürs nächste Hide and Seek vielleicht merken. Du findest gerade richtig viele neue Verstecke. Ja. So, ich tippe mich aber mal raus, bin jetzt wieder beim Pixel-Tresor. Und wenn du jetzt schneller farmen willst, wäre das der Moment, um dann doch nochmal ein paar gratis Geschenke einzusammeln. Okay, dann machen wir das. Redeem, redeem. So. Oh, da kommen ja fast nur noch Gems raus. Ja. Peinlich. Aber ich habe gleich die 15 Millionen. Ich bin mir sicher, danach wird es schneller gehen, weil es dann Kisten geben wird. Oder zumindest Geschenke oder so. Noch eine Million. Milliarden. Noch kein Cent auf der Bank. Ich habe eine Million. Hier ist eine Kiste, Tanne. Hier ist eine Kiste. Hier ist eine Kiste. Oh mein Gott. Aha, meine Kiste. Ich baue sie ab. Ehrenlos. Tanne hat dann noch sehr viel weiter gefarmt. Ich habe noch ein paar weitere Verstecke gefunden. Hier ein kleiner Ausschnitt. Oh mein Gott, das dauert so lange. Ich will das gar nicht machen. Ich habe jetzt erst 100 Millionen. Ich habe jetzt erst ein 10. Okay, da unten war ich tatsächlich noch nicht. Tja, er findet mich einfach nicht. Ich finde dich einfach nicht. Es ist Zeit für einen Abgang. Nein, ich bin in der Kanone. Ich kann in die Kanone reingucken. Ich kann von der Kanone aus rausgucken. Siehste, komm mal her. Die Kanone ist nicht vollständig. Ja. Man kann hier sehen, dass die Kanone leer ist. Ja. Warum ist mir das vorher noch nicht aufgefallen? Und dann hat Tani noch sehr viel weiter gefarmt, bis er es endlich geschafft hat, die letzte Region freizuschalten. Ja, ich habe eine Milliarde. Ja, ich habe eine Milliarde, Leute. Leute, ich habe es geschafft. Ich habe jetzt eine Milliarde Rainbow Coins. Das heißt, wir können jetzt die letzte Welt anlocken und ich bin da. Ich habe es geschafft. Ich hab Pet Simulator X durchgespielt. Hier ist noch die letzte Kiste, aber die baue ich jetzt nicht mehr ab. Diese letzten 10 Minuten haben mein Leben so. Die letzten 10 Minuten haben dein Leben verändert. Ich würde sagen, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Abonniert meinen Kanal. Bis dann und ciao.